So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's weiter mit dem Let's Play zu London 2012. Diesmal spiele ich alleine und ich fange jetzt mal an mit der Karriere. Und drück mal auf Olympische Spiele und auf Neue Kampagne. Ja, ich will die überschreiben und auf Normal. So, Themen natürlich Deutschland. Here we Und are jetzt in geht's London, los. one of the biggest cities in the world, for one of the biggest events in the world. Yes, Seth, it's certainly going to be an exciting one. After years of preparation, London is finally ready to welcome the world to the 2012 Olympic Games. Such a magnificent city, so many views with the Thames Das ist stretching away into the anscheinend ein distance. kleineres Stadion. So many new venues Das schaut aber waiting cool to be aus. tested, this really could be the best games ever. The Olympic Stadium Und da ist splendid, es, das glowing like große a beacon here in Olympiastadion. London's East End. And there the Olympic torch, the iconic In symbol of the Peking Games, shining over war the es city ja of London. What das an absolutely beautiful sight. So many nations represented here, all ready to compete in Vogelnest hat es true damals Olympic geheißen. Ich weiß jetzt nicht, wie der spirit. Yes, Spitzname 80,000 dieses people they're expecting in Stadions that ist, stadium. aber es schaut schon mal It's going cool to be full to animiert the brim, aus. not a Also, spare es schaut schon seat nicht in that schlecht house. aus. Just Und da ist imagine the es, das excitement olympische going Feuer. around. Und mit einem Fireworks show the start of these riesen games, Feuerwerk and the wird first alles event is eröffnet. first thing tomorrow. Morgen ist der erste Tag, wie man jetzt sieht, und es geht los. So, mal schauen, was uns alles erwarten wird. So, jetzt gehen wir mal auf Teams anpassen. Da kann ich nämlich, soweit ich weiß, die einzelnen Charaktere für die einzelnen Disziplinen auswählen und das mache ich jetzt auch mal. Wen nehme ich denn da? Den nehme ich. Und ich nehme den da. Name ändern. Gerd. Walter, nennen wir den jetzt einfach mal. Ne, das ist der Walter. So, Gerd Walter, so. Gerd Walter. So, Trampolin. Was macht man da? Wen nehmen wir da denn? Den vielleicht. Oh, na, das passt eigentlich die erste Variante. Nehmen wir Namen ändern. Wie soll denn der heißen? Nemo Jetfig. Hört sich ja mal vorher an. Nemo Baratao nenne ich den jetzt. Baratao. Oder mit O? Baratao. Machen wir mit O. Baratao. So, zurück. Wen haben wir hier? Schnellfeuerpistole. Na, der passt eigentlich. Wie heißt der? Sandro Obatz. Okay, den nennen wir mal. Das ist der Peter. Typisch deutsche Namen. Peter Fritz nennen wir den einfach mal. Ups. So, Fritz. Ist der Peter Fritz? So, Tischtennis. Dann nehmen wir mal, da finde ich, wären Japaner oder so nicht schlecht. Ah, hier. Den nennen wir mit Vornamen Ciao. Ciao. Und mit Nachnamen Ciao Müller heißt er. Der ist in Deutschland geboren. So, wo haben wir das Ü? Da war es, glaube ich, gerade. Ja. Bin jetzt. Das ist kein Ü. Ach, da ist das Ü. Eieiei. Müller. Ja, ist Ciao Müller. Ich bin der Ciao Müller. Schwimmen. Wen haben wir noch?
Schauen ja alle gleich aus. Der Name passt. Christopher Büchele. Bruder, wen haben wir da? Passt eigentlich ganz gut. Steffen Haubner. Haubner hört sich irgendwie ein bisschen doof, weil ich nenne den anders. Haubaner nenne ich ihn. Haubaner. So. Haubaner. Steffen Haubaner. Kajak. Ändern wir mal den Namen. Stoppburg, was ist das für ein scheiß Name? Warte mal, wie schaut denn der aus? Ja, okay, Ulrich können wir lassen, aber den nennen wir Stamper. Besser als Stoppburg. Stamper, Ulrich Stamper. Bogenschießen, Peter Fröhlich. Ja, das passt. Radfahren, Jens Quiensen. Ist nicht der Jens von Gameswelt, oder? Reto Freibonk. Das Schadreto nennen wir ihn Vito. Vito, das Auto. Und Frei. Ups, nein, das wollte ich nicht. Freibock. Ist besser. Vito Freibock. Speerwerfen. Richard Löwen. Löwenbein, was für ein Scheiß. Löwen. Ups, das wollte ich nicht. Herz. So. Nein. Richard Löwe, das passt schon. Leichtathletik. Kaulpaus. Ey, was ist das denn für ein Drecksname? Lassen wir den mal und da haben sie das P und das K vertauscht. Wenn dann heißt Herr Kautz und Paul. Paul Kautz. So, springen. Benjamin. Wie heißt der? Krapsch. Krapsch. Der ist Teamlim Benjamin. Der Dom. Dom. Friedrichsen. Du schreib mal so, Friedrichsen. Dom Friedrichsen. So, wen haben wir? Gewichtheben. Alexander Among. Alexander Friedel heißt der. Friedel. Was? Friedel. Ah, da. Sag bloß, es passt nicht mehr. Fried. Fried, pass auf, Alexander Fried. So, werfen. Wen haben wir da? Der heißt Nino Beze. Na, ja, wenn dann. Nino Bezner. So. Also, Skeet schießen.
Wie heißt der? Sören Lohose. Ich nenne ihn jetzt Lowman. Sören Lowman. Halt, man. So. Dann haben wir alle durch. Und dann gehen wir mal zu den Disziplinen. Machen wir Weitsprung. Achso, da kann ich auswählen. Ah, ich kann zwei auswählen. Wo bin ich gut? So. Schwimmen war eher nicht so toll. Das ist Damen. Bogenschießen Damen. Ich habe auf jeden Fall Weitsprung und 200 Meter Herren. Versuche ich mal. So. Es folgt. Ja, weiter. So, Leichtathletik Feld. Olympic Stadium. Some people think that concrete and steel structures are Olympisches Stadion. Tag 1. Da fliegt ein Flugzeug. So. Team USA have dominated this sport over the years, but these days there is new competition from Cuba, Panama, South Africa. Den habe ich aber nicht eingestellt, oder? Great atmosphere here for the first jump in this long jump. Ah, verdammt. Zu spät gedrückt. Well, obviously the nerves are at an absolute premium here. Here we go again then. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. War ja gar nicht mal so schlecht, oder? Oh, voll schlecht. Here's the scoreboard and it shows Germany in last place. So, volle Geschwindigkeit und... Oh, noch schlechter, scheiße. Too much highs in a jump takes away momentum and takes away centimeters. Hab ich wie viele Versuche? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, jetzt run, run, run. To get the most out of a long jump attempt, you need to get the right height and the right speed. Then you get the right distance. This is the fifth round of the long jump. Away we go. Good approach this. Ich glaube übertreten, oder? Ah nein, so knapp. Germany not quite last in this field, but not far off it. They're in seventh place. Gott, was war das? Nein, verdammt. Siebter Platz, verdammt. Oh, ich kann es erneut starten. Well, a big upset here. Everyone expected Germany to go through. On this occasion, though, no qualification. Ah, ich kann ein Neustart-Ticket habe ich. Okay. One of the most sustainable ever built. The lower bowl is set into the existing landscape, meaning less than for steel. Schaffen. Well, I think he's quite happy. 8-11, das geht doch. Ist doch gut, oder? Ja, erster. Wie geil. Los, jetzt kommt das Top ich noch. Das hat gepasst. Auch nicht schlecht. Ich bin immer noch erster. All still to play for here after that last round. Germany out in front, but only just at this stage. So, wie viel war das? Das hat gepasst. Auch so knapp 8. So, und? Immer noch erster. Ja, wie geil. Absolutely bang on. And the crowd like it. Ah, das war schlecht. Das war schlecht, verdammt. Really quick on the runway and immer noch erster. Oh, der kommt aber nah an mich ran. Fifth attempt now. Nee, übertreten, schätze ich, oder?
Nein, hat sogar gegolten, wie geil. So, letzter Versuch. So. Ich hatte nicht volle Power, aber bin gut abgesprungen. Ah ja, 7-5. Das ist nicht schlecht. Nein, zweiter. Er hat mich noch überholt, oder? Nein! Oh, der Australier hat mich noch überholt. Naja. Immerhin. So, jetzt geht's an 200 Meter Sprint.